Okay. Successfully loaded. Freut mich, ich habe die alte wieder reingeladen. So, Game Ini ist leer. Dann speichere ich mal hier. Und dann ist immer noch leer. Steh nicht. Alles normal hier. 6, okay. Aber wo hat er das stehen? Verstehe ich nicht. Hier, wenn ich jetzt hier hingehe, ist alles richtig. Sichern hier nochmal. Okay, die Game Mini habe ich nochmal gesichert. Dann Server 1. Shooter saved config Server. Okay. Ob das alles passt so. Weil die Game Ini ist jetzt da auch leer. Versteht das nicht. Sink? Styler? Die Game Ini. Ja. Prozess. Und speichern. Mal Windows Server. Server 1, Server 2, warte mal, Windows. Server 1, Server 2. Shooter Game, Config, Content, nee. Saved, config, send a stupid things da.
ich das jetzt hier so hätte, zeigt er das so an. Okay. Das Doof ist, dass die Game Mini ist leer. Keine Ahnung, warum die leer ist. Das macht halt gar keinen Sinn. Das macht halt gar keinen Sinn. Muss noch kurz probieren, Chat. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht ist irgendwas komisch, bin mir nicht sicher. Ich wundere mich nur, dass das leer ist, die Ding. Macht halt null Sinn. Ich versuche gerade das zu fixen. Ich frage gerade nach. Un momento. Schon da. Wir müssen ein Badezimmer heute. Un momento. Hallo, hallo? Hi. Guten Tag. Na, was geht? Nicht viel. Ja, hier auch so. Nicht. Ich. Immer wenn ich eine Mod jetzt drauf tue, seit gestern laufen komische Sachen. Also sind komische Sachen immer. Ganz wilde Sachen. Okay.
dein Server mag dich nicht. Ja, also das weiß ich nicht. Es ist komisch. Und zwar, die Game-Mini ist halt leer, das verstehe ich nicht. Das macht gar keinen Sinn, weil alles, was er ja da einträgt, die ganzen Settings, auch von den Dinos, auch von den ganzen Sachen und den Spielern, trägt er ja alles in die Game-Mini ein. Ich kenne das ja, hab das ja selbst gemacht. Weiß man ja. Warte, ich schalte mal um. Du siehst den Stream, oder? Mhm. Warte, ich schalte mal um. Aber ich sehe gerade nur deinen Arc, nicht den Server. Das ist okay, das ist okay. Ich musste nur dieses Server-Dings anmachen, weil oben steht ja die IP und sowas. Da muss ich nochmal umschalten. Schauen, was ich zeige. So. Okay. Ich habe ja diesen. Du hast mir ja gesagt, wie ich das hier eintrage. Ich habe das ja gemacht hier. Ja. So, das, genau. Durch dieses komische Büchlein da. Hat dir gepasst. Genau, durch das Klemmbrett. Genau. Das ist ja bei beiden gleich. Du hättest es aber auch bei den Dino-Settings reinpacken können. Ach so. Okay, ich hab's über die INI gemacht, weil ich bin's ja so gewohnt von vorher. Hier oder was? Mhm. Wo kann man das machen? Da hast du unten die Dino-Einstellungen und da kannst du es einfach reinpacken. Die Dino... Hier? Also du kannst zum Beispiel einfach mal beim Archaeopteryx den Haken rausmachen. Ach oder so, beim Basilisk hier. Oder bei irgendeinem anderen Tier. Und dann hast du automatisch quasi eine Zeile dafür und da kannst du es einfach reinpacken, dann wird der Dino mit eingetragen und dann kannst du da quasi dann auch die Mod-Tiere mitverwalten. Achso, sind die Mod-Tiere hier mit drin? Schon, wenn ich die Mod drauf habe? Nein, aber wenn du die Zeile einfügst, sind sie dann mit drin. Ach so. Ich habe halt hier noch nie was geändert mit. Ich habe das immer nur manuell gemacht über die Game-Ini und so, ne? Habe ich gesagt. Wie gesagt, ich habe mit dem Server-Manager schon ein paar Mal gearbeitet. Deswegen, das hast du ja geschrieben, deswegen frage ich dich ja, sonst habe ich keine Ahnung, kein Mensch, der den ich sonst kennt, der das halt ein bisschen da sich auskennt. Also, ja, wie gesagt, jederzeit gerne. Okay, kann man ja gleich nochmal schauen. Auf jeden Fall, was jetzt komisch ist, ne, nochmal kurz. Das, ich habe hier das eingetragen. Warte, ich habe das ja hier eingetragen, bei der Game-Ini-Gedönse, das ist ja, es funktioniert jetzt, ist ja egal. So, das ist ja drin. Und die Game-Ini schaut ja normalerweise, ich habe eine Kopie gemacht, die war ja so, ne, das ist halt normal hier, alles drin, bla bla, hier friendly und alles, ne, das ist ja normal hier. So ist eine Game-Ini. Mhm. Kennst du ja. Und nachdem ich das eingetragen hatte und gespeichert habe, schaut die jetzt so aus. Nur der Scheiß ist drin und die anderen Sachen sind weg. Aber die Settings im ARC-Server-Manager sind geblieben. Also, das ist ja halt Blödsinn. Also, das ist nur noch der Scheiß drin. Ich habe die anderen zum Glück gesichert. Jetzt mehrfach. Und wenn ich mir anschaue, die ganzen Settings, egal wo, ist alles gleich. Hast du das vom Fisch eingetragen, hast du das? Genau. Ja, ich habe mit dem direkten Game-Ini-Ding noch nie gearbeitet. Kann sein, dass du halt die ganze Game-Ini damit überschreibst. Das ist bei der Game-User-Ini nicht so. Da tut das einfach Adden unten. Hm? Aber ich glaube, das ist ein Unterschied, weil ich habe ja hier nur diesen einen... ich habe ja das Hauptding hier angegeben, warte. Ist ja klar, ich habe ja das hier angegeben, dieses Script-Shooter-Game-Mode und sowas. Und bei der Game-User-Settings.ini habe ich ja extra Zeilen angegeben hatte. Kamera aus hier. Dass das einfach hinzufügen kann. So, du hast die in der Hauptding, also quasi die Hauptkategorie überschrieben. Ich habe die Hauptkategorie damit überschrieben. Ich meine, ich habe das ja noch gesaved, aber wie kriege ich das wieder zurück? Also wie mache ich das, dass wenn ich auf Speichern gehe, macht er, egal was ich habe die Game-Mini zurückgezählt, aber... Nimmst du es einfach komplett raus? Also einfach das Ding komplett rausnehmen, die Game-Mini meinst du, mit dem auf die Island hier? Einfach, wenn du auf, Ich habe auch schon importieren gemacht, ne? Ja, ich auch aber schon du, hast die du tust ja jedes Mal die Kategorie wieder überschreiben. Du musst die einfach komplett xen, also komplett den Eintrag rausnehmen. Mhm, ich hatte das, glaube ich, schon so gemacht, außer ich habe nicht komplett... Warte, ich mache die mal aus. Komplett weg. Habe ich. So. Jetzt mache ich einfach mal save. Und dann guckst du einfach mal rein, ob er dir die alten Einträge wieder reingeschrieben hat. Warte. Zack. Das ist dann... Welcher Server ist denn das? Der zweite, genau.
Ja, hat er natürlich nicht gemacht. Hat doch keinen Bock gehabt. Und jetzt habe ich ja ich habe das ja auch auf die Lost Island gemacht. Hier kann ich nochmal schauen. Auf Lost Island kann ich ja wegmachen das. Zack. Save. Und das ist halt der andere Server. Hier ist Server 1, Server 2. 1 ist Lost Island, 2 ist halt The Island. Und das ist halt nicht mehr drin. Komplett weg. Dann erstellt ihr einen neuen, speichert den einfach mal ab und guckt da, was in der Game Mini drin steht. Ich hab du musst den ja nicht installieren. Achso. Ja, oder du kopierst das halt rüber. Also, da steht halt nichts eigentlich. Ist auch leer, weil sie Island ist leer gewesen. Und wenn ich jetzt, ich kann ja das halt nehmen, ne, und kopieren. Ist ja klar, kann ich ja nehmen und kopieren. Und kann ich ja auch in die Game Mini eintragen. Das ist jetzt hier in Lost Island trage ich ein. Ne? Ich würde dir einfach mal. Und wenn ich das dann. Sind gerade Leute auf den Servern drauf? Auf dem ich arbeite nicht, nee. Dann würde ich nicht. Den einfach mal kurz neu starten und gucken, ob er da einfach wieder alles reinschreibt. Kann ich machen, ja. Wollte ich. Warte, mal schauen. Nee, also er lässt die halt nicht. Ne? Aber es muss ja sein, weil die Settings sind ja da. Wenn die Settings, also wenn er keine Abfragen hat in der Game-Ini, es gibt ja quasi eine Game-Ini, wo die Grundfunktionen drinstehen. Die sind normalerweise leer, ne? Eigentlich. Nee, da steht jede Zeile drin, die bearbeitet werden kann. Okay. In dieser Grunddatei. Und die bezieht er dann immer quasi, wenn halt nichts in der Game-Ini steht. Die Game-Ini nutzt er nur, sobald was drinsteht. Ach so, okay, das andere ist Standard, genau. Und wenigstens beschreibt die Standardsachen genau. Von der Game-Ini. Ja, okay. Weil die Settings im Arc Manager sind ja normal drin. Ich habe auch geschaut, was ich halt direkt sehe, weil ich habe das Gewicht der Dinos hochgemacht, sehe ich direkt hier. Wenn ich hier runtergehe, ist das Gewicht halt direkt hier hoch. Das ist eigentlich das Einzige, was ich geändert bei den Dinos. Das ist alles soweit Standard und Stamina ein bisschen hoch. So. Und das sehe ich halt. Es ist alles drin und das trägt er ja in die Game Ini ein. Ne? Das trägt er ja in die Game Ini ein normalerweise. Sollte er zumindest, ja. Aber hat er ja nicht. Manche mehr. Sachen sind hier an den Game User Settings drin. Genau, aber das speziell ist halt einfach in der Ding normalerweise drin, in der Game Ini. Weil ich hab's halt selber manuell immer früher eingetragen, deswegen. Das hast du halt hier stehen. Hast du halt hier stehen. Das sind die Stats für die Player. Kennst du ja, das sind die Stats für die Dinos hier, schau. Hier steht sie ja, drin. Klar. Das ist ja hier und das, und das hat er jetzt nicht mehr. Aber ich fahr mal runter, das ist ja kein Problem. Ich fahre mal runter. Ich mache mir nur Sorgen, wenn ich den Server jetzt neu starte. Gut, bei Island ist jetzt eh egal, das ist ja nicht so schlimm, da kann ich ja gucken, habe ich hier die Dinge. Ich will nur, dass er die Game Mini wieder so schreibt, wie es war. Durch die Einstellungen vom Arc Server Manager. Aber es ist komisch mit der RAM, ne? Ich habe es ja geschrieben, dass die RAMs so erhöht wurden. Also die Einstellungen. Ich habe ja Screenshots gemacht von gestern und von heute. Und hat sich einfach, keine Ahnung. Ich habe hier, warte, ich kann mal kurz, wenn er runterfährt, hier kurz das hier noch zeigen. Ich muss hier kurz rübergehen. Wo sind meine Screenshots? So, das sind Screenshots von gestern. Das obere ist Lost Island, unten ist Island. Das ist, nachdem der Server den ganzen Tag gelaufen ist hier. 1,9 und 3,4. Und vorhin war das bei Island über 7 und hier war das über 4,5. Also Lost Island war 7 und The Island war 4,5 oder so. Im Hochfahren oder im Dauerbetrieb? Keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so, weiß ich nicht, oder eine Stunde, ich habe es ja getestet. Also wenn die gerade noch am Hochfahren sind, dass die eine überdimensionierte Auslastung haben, ist völlig normal. Ja, aber das war halt nach einer gewissen Zeit, nach, weiß ich nicht, Stunde oder so. Weil am Anfang tun sie auch Dinos und alles spawnen, klar, habe ich auch eingestellt. Aber das ist ja bei 7 GB geblieben, dann. Das ist viel. Sollte eigentlich nicht sein. So, okay, Server ist unten, ich schalte wieder um an dem Monitor. Dann. Okay, jetzt ist der Server halt down, sieht man ja. Und nun, was soll ich machen? Einfach auf Speichern gehen oder was?
Mehr kann ich ja nicht machen. Einmal speichern. Und mal in die Game-Indy reingucken, ob sich was reingeschrieben hat beim Runterfahren. Ich hoffe. Das wäre halt einfach geil. Nee. Er schreibt nur noch das rein, was da steht. Was da unten ist. Und das Komische ist. Du hattest ist da einen Ordner mit einem blauen Pfeil, glaube ich, drin gehabt, da wo du es reingeschrieben hast, wo wir gerade die Zeile rausgelöscht haben. Ich mach mal kurz meinen Nebenbild auch auf. Ja, genau, mit dem Import Data. Ich habe die Game Mini hingefügt. Ja, genau, ich habe die eingefügt und trotzdem ist sie leer, wenn ich speichern mache. Ne? Das habe ich gelesen hier. Warte, ich mache das mal hier aus. Da sieht man alles. Ich kann ja hier das hier nutzen. Import Data vom Ini-File. Und die alte auswählen, ne? Das ist ja nicht, das ist ja logisch. Oder auf Standard das zurücksetzen, der Pfeil, der sich im Kreis dreht. Ich denke, das wäre vielleicht das Beste. Meinst du? Ich tu noch ja, mal ist ja schauen. Nur für die Kategorie. Ich tu noch mal schauen, wenn der Server jetzt unten ist, wenn ich importieren mache, ob das funktioniert. Ich würde das zuerst probieren. Dann gehe ich auf Server 1. Warte. SM-Data. Servers 1. Bla. Saved. Saved Args. Nee. Bei Config. Da. Dann würde ich die mal einfügen hier. So. Was successfully loaded. Okay. Steht halt nichts da. Aber. Macht. Wie ist das mit der INI loaded? Was lädt er da? Tut er die Sachen hier einstellen von den Dino-Settings und Environment und alles? Oder was macht er da? Was lädt er? Wohin? Er müsste eigentlich Sections, die halt für die Kategorie gedacht sind, eben laden. Und jetzt, wenn ich in die Game-Mini reinschaue, ist leer. Jetzt speichere ich mal. Server 2 da. Ist leer, keine Ahnung. Einfach leer. Und das Seltsame ist ja, ich habe gesehen, dass auf The Island, ne, also am zweiten Server, immer leer war die Game Ini. Aber er hat trotzdem die Settings gehabt, die richtigen. Woher hat er sie dann bezogen? Die Veränderungen. Weil es waren ja keine Standardsachen. Ich habe ja. Am Anfang habe ich ja das so gemacht. Ich habe den neuen Server erstellt. Hier. Und habe dann Sync gemacht. Sync All. Ne? Und dann habe ich halt einfach. Ich habe Sync All gemacht, habe die Map geändert. Oder was für eine Möglichkeit gibt es, den Server zu duplizieren und dann einfach eine Map zu ändern? Das ist eigentlich schon richtig. Du nimmst im Prinzip den Server, den du kopieren möchtest und wählst den aus, wo die Sachen rübergespeichert werden sollen. Genau. Und ich konnte ja nur den auswählen, was nur einen gibt. Mach hier Select All, sind alle Haken, mach Process, hat alles kopiert. Aber die Game Ini war schon immer leer bei The Island, habe ich gesehen jetzt. Und bei Lost Island war sie voll. Und ich habe mir gedacht, nimm da dann einfach immer die von Lost Island, aber es sind ja ganz andere, es ist ja ganz andere Orden, das ist auch unlogisch, das ist ja eigener Server, ist ja eigene, geht ja gar nicht. Ich habe mich halt nur gefragt, woher bezieht er die Veränderungen? Die Veränderungen sind gleich. Es ist eigentlich nur die Map, die geändert wird, es bleibt ja immer derselbe Server. Also die Grundstruktur klar, vom Server, ob du jetzt Lost Island drauf hast, ob du jetzt Eastern drauf hast, bleibt ja immer gleich. Genau, das, auch ja sicher, die, aber warum? Warum ist die Game-Mini bei dem einen leer, anderen voll? Das meine ich. Er bezieht ja, also Server 1 war die Game-Mini voll, so wie hier. Und bei Server 2, bei The Island, war die Mini immer leer. Er kann ja nicht vom Server 1 bei Server 2 das beziehen. Das ist ja, geht ja nicht wegen dem Ordner und so. Deswegen, warum hat es trotzdem funktioniert? Theoretisch könnte vielen er schon Dank vom anderen für beziehen. Für das Abo. Vielen Dank, schon, wie oder? Lieb von dir. Danke dir, moderne Hand.
einfach ein Sub geschenkt. Vielen Dank für den Support. Kurz Kamera anmachen. Danke, lass dich drücken. Dankeschön für den Support. Dankeschön. Und sorry, Chat, wir müssen hier was regeln, sonst ist der Server vielleicht komisch. Danke dir. Und GZ Royal Neon. Moin, Himiko. Jetzt kommt der auch noch. Grüß dich, Himi. So. Also ich probiere gerade mit Typen was zu fixen hier. So. Ja, okay. Genau. Du meinst, er hat das von dem ersten Server bezogen? Trotzdem, obwohl es ein anderer Ordner ist. Und das kein Shared Folder ist. Also das Windows Server hier. Aber es ist ja eigenständig. Ich könnte theoretisch bei dem einen Server sagen, das Gewicht ist 5, an dem Server ist 4. Da müsste es ja umändern. Nur das Problem, was wir jetzt haben, dass bei beiden Servern die Game Ini leer ist. Und wie kriegen wir das hin? Du hast gesagt, auf Sea Island erst und zum Test auf Standard setzen, ne? Hast du gesagt. Genau, dieses Reload vom Config-File mal ausprobieren. Ja. Hier ist gerade davon gefahren, ja, genau. Okay, und dann Save. Habe ich. Und dann anschauen. Ich brauche Server 2, ne? Habe ich gesagt, genau. Ist leer. Ist leer. Noch leer. Aber von welcher Config-File reloadet er denn? Von seinem Standard-Config-File? Nee, wahrscheinlich von dem, was noch drin ist. Das Leere. Also Lost Island hat immer noch leer und sind beide leer, ne? Hast du gesagt? Jetzt sind beide leer, nachdem ich das so geedit habe. Ich habe das ja angepasst dann. Ganz wilde Geschichte, sag ich der Himiko. Wie geht's dir denn? Bist du fertig mit dem Rumbasteln oder Rumarbeiten, hast du gesagt vorhin? Ich möchte ja nur, dass er die Ini wieder akzeptiert, die ich da habe. Ich habe sie ja gesichert, weil ich dachte mir, ja, dass gewisse Sachen, Dinge passieren. Ja, wir versuchen wieder was herzustellen, was gerade kaputt gegangen ist, theoretisch. Das Ding muss halt wieder rein. Mach mal kurz den Server-Manager aus, lass aber den Ordner mal geöffnet. Also den Server-Manager komplett ausmachen? Yep, keine Sorge, der Server von Lost Island läuft währenddessen weiter. Okay, habe ich. Dann müssen wir den Ordner von Sea Island rein. Hast du ja noch offen. Zwei, hier, da. Da. So, kopierst jetzt einfach mal deine gesicherte Game Ini ins Original. Aha. Ich sehe noch. Kannst du komplett verändern. Die löschen, die andere umbenennen. Ne? Damit die das. Genau, ergibt. Oder einfach halt den Text reinkopieren, wie auch immer. Ja, okay. Ja, Text besser, habe ich sicher doppelt. Habe ich da auch die sichere. Habe ich. So, dann saven. Ist drin. Jo, passt. Und dann nochmal starten, da liest du sie vielleicht aus, meinst du, oder? Genau. Da. Ja, natürlich habe ich lange nicht mehr gestartet, das Ding. Das wäre halt super, wenn er sie dann auslesen würde. Okay. Er realisiert aber nicht, dass Lost Island läuft, oder? Da hat er keinen Bock drauf. Aber ist ja nicht schlimm. Da wir kann brauchen kurz einen Moment. Ah, doch, okay. Ah, cool. Hast du eine Ahnung, warum manchmal hier Shooter Game steht und manchmal steht Lost Island? Das tut er halt manchmal so lassen, manchmal so lassen. Keine Ahnung. Okay, egal. Genau, das, was Miku schreibt, stimmt hier. Und danke dir, Skandal. So, jetzt schauen wir mal,
Oder wo gucken wir, wo fangen wir jetzt an? Hier schau mal. Soll ich jetzt einmal auf Speichern gehen und schauen, ob sie noch leer ist, wieder leer ist? Ist das das Ziel? Oder einmal Reload machen vom Config, schätze ich. Erstmal Reload, oder? Reload vom Config und dann auf Save. Save, genau. Jupp. Save. Mal gucken, was er dann treibt. Server 2, Game Ini. Dies ist voll, ja. Okay, weil er sie dann selber reloadet und dann speichert er sie. Das macht Sinn, ja. Cool. Also wäre das wieder da. Ja, nice. Dann guck mal, ob das jetzt auch übernommen hat. Auf Island alles. Ich kann einfach mal schauen. Island. Island ist. Hat er die Standardsachen reingetan? Oder ist aber nicht alles drin hier? Das sind viel weniger Sachen. Dann kann ich ja da quasi das Gleiche machen, oder? Ja, aber da muss der Server down sein dafür. Ja, tut er sonst nichts Speicherndes? Der beschreibt es sonst wieder. Okay, gut, das kann ich ja dann nachher theoretisch machen. Kann es sein, dass du vielleicht falsch rum kopiert hast? Eben gerade oder am Anfang? Nee, vorher. Dass du vielleicht aus Versehen von The Island auf Lost Island rüber kopiert hast, nicht umgekehrt. Also, kann ich jetzt nicht ja und nicht beneinen? Eigentlich nicht, aber in der Praxis kann alles sein. Ich habe halt Und einfach halt nur dieses erklären, Set. warum dann beide Sachen auch leer waren und so. Okay, also muss ich es einfach nur starten und dann kopieren. Das macht. Okay, das passt. Jetzt das mit diesen. Ja, danke schon mal. Das ist ja wild, dass es das schon mal da ist. Das ja. Gerne. Und jetzt müsste ich das mit den Tieren machen, gell? Das hast du ja gesagt, das kann ich hier machen, bei deiner Den Settings. Dino-Settings, genau. Genau, ich habe mir das ja hier aufgeschrieben, den Schmarrn hier, wie die heißen, hast du mir rausgesucht. So, und jetzt hast du gesagt, das soll ich einfach irgendein Dino nehmen oder und dann. Oder was hast du gemeint? Du kannst die Einstellungen, um es zu kontrollieren, auch schon mal bei einem anderen Dino machen. Zum Beispiel bei der Aberrant Aratine einfach schon mal einen Haken rausnehmen, das mal abspeichern. Dann kannst du über die Diskette den Codepfad raussuchen und kannst da dann rein theoretisch dann einfach austauschen mit den Namen. So machst du es dir leichter, die Codezeilen rauszusuchen, wenn sie dir mal Okay. entfallen sollten. Und wenn ich es jetzt so wieder wie vorhin adden würde, wäre es weg, oder was? Meinst du? Und nochmal testen? Wenn ich es über die Game Ini mache? Ist einfach Wenn du es Copy-Paste über direkt in die die Game Game Ini? Ini reinschreibst, meinst du? Nee, wenn ich es direkt reinschreibe, dann tut das ja nicht. Dann tut das irgendwie wieder löschen. Aber jetzt so wie vorhin quasi, dass ich es einfach in dem. Weil Dann wird es wieder normalerweise beschreiben, denke in ich. der Game-User-Settings.ini tut das ja dazufügen. Nee, aber er schreibt die Kategorie. Du hast ja die Kategorie Ja, ja, eingegeben. ja, ja. Er schreibt immer die Kategorie. Aber wenn ich gar keine Kategorie mache, geht's ja nicht. Du müsstest halt diese gesamte Kategorie, im Prinzip alles, was du im Ach du Server-Manager Scheiße. machst, quasi da reinschreiben. Ah ja. Dann kann ich es gleich selbst machen. Ja. Dann macht der ganze Betrieb des Server-Managers weniger Sinn, da hast du Gar recht. keinen Sinn, genau. Okay, jetzt machen wir das jetzt mal mit dieser Aberrant Aratina. Die gibt es ja hier eh nicht auf Sea Island. Machst einfach mal den Haken zum Beispiel bei Spawnable raus. Habe ich. Und dann speicherst du das mal ab. Habe ich. Safe, ne? Oder hier, ne, Genau. hier speichern bei dem. Safe, custom deine Data. Oder welches ist? Oben rechts die Speicherkassette. Okay. Kassette? Okay. Diskette. dann gehst du bei der Diskette von der Kategorie mal drauf. Dann wird er dir nämlich den Dateipfad, also die Codezeile am ausspucken. Weißt du, hier? Ja. Warte mal, drüber halten. Ich habe ein bisschen verzögert. Die Diskette neben Glimbrett. Einfach. Bei den kleinen Knöpfen. Ach hier, da mal, bei dem Dino, oder? Safe Custom Dino. Was da?
Custom Dino Data, genau. Ach so, dann tut er das abspielen. Okay. Habe ich, sehe ich. Dann spuckt er dir die Zeile raus. Und da kannst du dann einfach sagen, hier Copy to Clipboard. Gehst dann auf das Klemmbrett daneben, fügst die Zeile ein mit Copy and Paste. Und da kannst du dann die Modtiere reinschreiben. Kannst du dann auch mit Genesis-Tieren zum Beispiel machen, weil die hat er nämlich auch nicht drin. Ach so. So, okay, Also jetzt den habe ich das hier vielen paar genommen, Tiere in der verwickelt. Datenbank. Und dann hier tue ich wieder auf Spawn anklicken, oder bei ihr? Bei der Aberrant Achantina. Genau, packst es wieder rein, weil du willst ja eigentlich nicht, dass sie nicht Genau. Und dann gehe spawnt. ich hier Paste Custom Dino Data, oder? Hast du ja gesagt? Genau. Und dann füge ich. Ich meine, ich habe sie ja eh schon hier, jetzt in dem Fall. Kann ich einfach das hinzufügen? Das kopieren. Zack. Ach so, okay. Na dann ist es, das ist ja praktisch. So viele Ordner hier, Alter. Und mach Process. Ja. Habe ich. Und dann sind die hier oder was? Dann sind die mit in der Liste drin. XEPH. Ganz unten wahrscheinlich. Hier. Ja. Du musst. Achso, du musst per Discord mich anschreiben, hier Mod in der Hand. Einfach Ausrufezeichen DC da reingehen und dann in Offline-Kategorie schauen. Ich heiße Gex, GAX. Und dann mir die Steam-ID schicken. Und dann kann ich dich adden und so weiter. Und vorher die Mods laden, damit es schneller geht mit dem Join, sonst fliegst du ein paar Mal raus. Okay, passt. Ach, so ist das. Das ist ja wild. Das muss ich nachher nochmal bei Lost Island machen, falls ich die Mod drin lasse. Genau. Mod angenommen ist ja scheißegal, was da steht, oder? Das ist ja wurscht. Ja. Okay, jetzt kann ich es einfach speichern. Und trägt er das auch in die Game INI ein? Oder was macht, wo tut er das denn eintragen? Das Das Ganze. sollte er direkt in die Game INI eintragen. Bin ich ja mal gespannt, ob es drin ist. Ja, macht er. Ja, geil. Also, das ist cool. Das ist cool. Super. Ja, Er hat krass. auch schon die Vorkategorien für Umschreiben von Kosten für Items und solche Sachen. Oder wenn du eigene Sachen in die Loots integrieren willst. Also zum Beispiel die Sättel von den Mod-Dinos kannst du ja in die Loots Die integrieren. Drops, oder? Ja. Gibt's da auch schon eine eigene Kategorie für? Ach geil, das ist ja praktisch. So genau habe ich mich damit nie beschäftigt hier. Okay. Haben die denn auch verschiedene Werte dann? Also Prozente und so? Und Blueprints und alles? Ja, du kannst da angeben, wie viel Prozent Drop-Chance die haben, in wie viel Prozent Drop-Chance die Blueprints davon haben und so weiter. Okay. Sehr Du geil. kannst rein theoretisch auch in die Random Spawns auf der Karte noch Dinos mit reinschieben, die du halt möchtest. Also wenn du jetzt sagst, zum Beispiel im Grasland soll mit einer geringen Wahrscheinlichkeit Shadowmans auftauchen oder so. Ach du Scheiße. Genau, apropos Dino. Ich habe mir gestern Drachen hinzugefügt, ne? So gesehen hast du es. Und die spawnen ja nicht auf Lost Island. Also, die haben einfach kein. Denn es gibt ja, hat mir Himiko erzählt, noch kein Dev-Kit für Lost Island. Ja, genau, und den Ist Ordner nicht gibt es noch drin. nicht dafür, dass man darauf zugreifen könnte. Ja, genau. Deswegen sind halt die Mods mit den Dinos. Es gibt auch die Bad Ark Editions, gibt es auch nicht auf Lost Island. Es gibt keinen einzigen davon. Anscheinend gibt es die doch nicht. Und da könnte ich theoretisch auch sagen, dass der Drache spawnt auf Lost Island, oder? Natürlich. So wie du es mir jetzt erklärt hast. Und Das das ist dann. funktioniert. Das ist dann auch hier quasi, ne? Ich muss mir nur den Code raussuchen vom Drachen, den habe ich halt irgendwo. Nein, das ist eine andere Kategorie, das ist weiter unten. Immer noch bei Dinos? Nein? Nee, oder? Okay, dann möchte ich es mal zumachen hier. Ich gehe mal kurz auf die Island. Ich meine, auf die Island funktioniert's. Da sind sie ganz normal. Aber ich kann ja trotzdem mal testweise schauen. Okay, das ist hier bei Map Spawner Override, schätze ich mal. Richtig. Genau. So, nur mal zum Test.
So. Dann musst du dir einmal im Wiki raussuchen, welche Gebiete du überhaupt auf der Karte hast. Ach, das auch noch. Ach du Scheiße. Ja, natürlich, du musst dir in die Gebiete reinschreiben und die Gebiete haben bestimmte Bezeichnungen. Okay. Das muss ich hier dann bei Da Lost gebe Island ich dir mal aussuchen, eben okay? den Link zum Wiki. Augenblick. Eben per Du, Discord. am besten direkt von Lost Island, dann tun wir das dann Ja, da musst du theoretisch. nur aufklappen. Die sind schon drin. Jo, warte. Das ist ja geil, dann habe ich ja den Schmarrn da auch. Dann habe ich ja den Schmarrn da auch hier. Da muss ich aber trotzdem aufpassen mit, wenn ich nehme mir den Server als Vorlage für alle anderen Server. Immer Lost Island. Dass ich das nicht importiere, Map Spawner. Genau. Das macht ja dann Also die keinen Map Sinn. Spawner und auch die Loot Crates, die haben meistens unterschiedliche Bezeichnungen von Server zu Server. Es gibt welche, die überschneiden sich, es gibt welche, die überschneiden sich halt auch nicht und das kann halt bei Servern öfters mal zu Problemen führen, wenn die nach irgendwelchen Dateien suchen, die halt gar nicht existieren. Okay. Ja klar, deswegen so, am besten Server für Server einzeln machen. Genau. Ach so, warte, siehst du, was ich hier mache? Da, hier. Muss ich mal Monitor umschalten. Okay. Wenn ich jetzt sage, ich habe Bock auf, ich weiß gar nicht, wo das ist. Gehst du nicht in die Map? Hier an den Highlands, da sieht man einfach auftauchen und Spaß. Dass da zwei, drei rumfliegen. Oder einer. Orientiere dich am besten nach den Dinos, die da auftauchen. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, es gibt ein Gebiet, wo ganz viele Sabertooths rumlaufen und bei den Sabertooths hätte ich jetzt gerne auch die anderen dabei, dann guck Achso. quasi auf der, dann guck Ah, die einfach Maywings dementsprechend. halt. Maywing ist das. Da, die sind halt in den Highlands. Also, wie ist halt in den Highlands? Maywing ist hier. Ach, die sind nur da. Okay, die sind nur da. Ja, als Beispiel. Genau, das sind die Obis, das sind die Pferde. Okay. Jo, habe Genau, ich. nimmst du dir das Gebiet. Ist nämlich Und du das siehst ja Gebiet. quasi vor den Kreaturen, die da angezeigt werden, sind Zahlen. Und das ist die Gewichtung quasi, wie oft die auftauchen. Also die Wahrscheinlichkeiten. Da musst du halt ungefähr gucken, welche Wahrscheinlichkeit möchtest du. Eine etwas höhere, eine etwas niedrigere. Die Mewings zum Beispiel tauchen sehr häufig auf, deswegen 0,5. Andere, wie zum Beispiel die Insekten, tauchen mit einer Chance von 0,1 auf. Also Und dann musst du halt. dass er auftaucht, 100%, halt nur einer. Das war's. In dem Gebiet soll einer sein, Ende. Soll halt immer einer sein. Ja, das kannst du so nicht einstellen. Du musst halt einfach nur die Chance halt dann anpassen. Wenn du sagst, du willst ungefähr nur einen haben, ich denke, dann ist 0,01 oder 0,05 ungefähr wahrscheinlich. Okay. Achso, man. Achso, das ist die gesamte Chance von allen. 0,25 und alles zusammen. Okay, und alles zusammen ergibt dann 100 oder was? 0, nee, 0,25, 0,25. Nee, das ist die Gewichtung. Die Gewichtung, okay. Ach, das ist ja krass. Deswegen sehe ich es ja gerade. 0,5 ist schon heftig. Stimmt, das ist die stärkste Gewichtung. Dann kommen Also die zum Pferde Beispiel 0,5. die Herdenhähne. Megatherien tauchen sehr wenig auf. Da ist meistens nur ein bis zwei da, sonst orientiere dich ungefähr bei denen. Die sind jetzt bei Genau. 0,015. Genau. Stimmt. Hier sind ja auch deine Freunde hier, die Hähnen da. Das ist Aber da das heftig, okay. Gebiet noch nicht im DevKit ist, konnte ich es bisher noch nicht überschreiben. Also beziehungsweise mit reinnehmen. Okay, dann. Kann ich das auch jetzt, wenn der Server läuft, direkt im Ding machen, ne? Auf Lost Island. Das ist ja unabhängig von der Gaming, die wir eben verändert haben. Das ist ja wurscht. Ja. Ich würde es dann direkt da machen. Ich tue mir das nur kurz raussuchen hier. Warte, ich tue mir das mal hier das raussuchen. Als Test. Aber ich glaube, wenn du Schwarz. Speichern drückst, dann startet der Server neu, oder? Nee. Du kannst die ganzen Sachen schon ändern. Der schreibt sich ganz einfach Server neu starten. Ich mache das immer vorher. Okay. Ja, Deswegen ich habe lange wundert es nicht mich mit dem halt. Server Manager gearbeitet. Deswegen wird Und es mit der Game Mini auch jetzt gehen, eigentlich. Ja, ich mache das immer so: ich ändere am ganzen Server, ich ändere da hier was, da was, dann tue ich speichern, dann tue ich neu starten und das bleibt so.
Deswegen kann man halt alles schon im Vorfeld machen und ist die Downtime halt geringer. Vielleicht ist das jetzt neu oder so, keine Ahnung. Es geht ja bei Deswegen. vielen Spielen, dass du mittlerweile on the fly das auch ändern kannst. Ja, Ark ist da halt genau. noch ein bisschen hinterher. Ja, auf jeden Fall. Du musst jedes Mal den Server ändern, wenn du eine Kleinigkeit, Server hoch und runter fahren, wenn du eine Kleinigkeit ändern möchtest. Weil er liest ja beim Hochfahren das immer aus, das geht ja dann im Nachhinein nicht mehr. So, dann gehe ich mal. Ich tue mal meine Textfile das da hinschreiben. Ich tue mal kurz den Dino raussuchen, den ich brauche. Dann muss ich wieder umschalten. Den habe ich. Hier habe ich den. So, das ist ja egal hier. Ich habe gestern so viel rumgemacht. Ich habe diesen Drachen drauf getan. Der ist gar nicht gespawnt. Das ist total nervig. Auf mehrere Maps probiert, auf Lost Island, und der war einfach nicht da. Bis ich irgendwann Schnauze voll gehabt habe, habe ich den Small Dragons 2.0 drauf getan. Das funktioniert allein. Die geht. Ich hatte früher halt das Original Small Dragons. War super. War gigantisch. War die beste Zeit in Ark. Mit Small Hast auch Dragons. nicht diese, oh Gott, wie hießen die? My Person Dragon war meine erste, die ich hatte. Die vielleicht, meinst du? Irgendwas mit Ja. U. Hießen die auch mal? Da ist das Ding hier. So, kopieren. Dann gehe ich wieder rüber. Schalte den Screen um. Zack. So, okay, also. Jetzt haben wir erstmal. In diesem Gebiet möchte ich das Ding haben. So, jetzt gehe ich nochmal kurz auf die andere Map. Also ich probiere das mal erstmal kurz mit der Game Ini. Nochmal so. Ich beende das Teil. Server 1, dass ich das zumindest schon mal aus dem Kopf habe. Das Teil nehme ich hier. Ich kopiere das rüber. Das hier. Das hier. Tu das einfügen. Tu das speichern. Und tu nochmal starten. Ich muss hier auch noch diese Dinos drüben wegmachen. Ganz. Jo. Es ist schon ein cooles Tool, deswegen möchte ich schon dabei bleiben. Denn so kann ich auch in Zukunft einfach Server adden und wegtun. Also zufügen und wieder wegtun und das ist ja halt geil. Jederzeit einfach nur einen Server starten, den ich halt brauche. Halt einen Hauptserver lassen und dann immer eine Map dazu, die wir brauchen oder auch mehrere lassen. Das ist schon toll. So, jetzt sind wir in der Game Ini. Das hab ich ja gelernt hier. Game Ini, dann mach mal Reload. Zack. Jetzt machen wir Save. Schauen wir das an. Server 1 ist hier und ist da. Schau, auch wenn der Server läuft. Und das bleibt doch so. So. Hast du auch was gelernt von mir? Beste. Gern geschehen. Kann ich sonst irgendwas für dich tun? So. So, okay, jetzt habe ich gelernt bei Map Spawner Overrides. Ich soll die Kategorie hinzufügen. Das ist die da. Dino Spawn Entries. Dann Type. Overrides Application. So, okay. Type hier oder was? Einfach erstmal auf das Plus. Links, ne? Override. Add. Oder? Auf Add gehen. Genau. So. Wollen wir nur hinzufügen, wollen es ja nicht komplett überschreiben. Genau. Das wäre Du kannst krass, auch wenn es nur noch einzelne wäre. Dinos raus entfernen, das ist halt auch ganz interessant. Genau, mit Subtrahieren hier. Krass. So, Dann und wenn tue du ich. es ausgewählt hast, dann musst du dann die Kategorie in den Spawner eingeben, also den Namen, den du dir aus dem Wiki rausgesucht hast. Habe ich schon. Wenn du das gehighlighted lässt, kannst du dann das Plus auf der rechten bei Entries eingeben und da tust du den Dino eintragen. Genau, wie bei der Game User. Super, genau. So, durch den Eintrag hier. Zack. Plus. Name. Oder nee, Name ist egal, oder? Martino ist wichtig. Nee. Name ist egal. Name ist Dino egal. musst du halt dann Ist halt den Dino Custom-Name, angeben. oder? Drachen. Kleiner Drache. Das hat für mich halt einfach so eine Notiz.
Dinos durch den Drachen hinzufügen? Okay. So, ne? Ich nicht immer hinten dran und einen Strich ziehe. Gewichtung ist jetzt quasi dieses 0, also 0,015, was auch vom R-Megatherium ist. Und das Max Percentage heißt quasi, wie viele von denen maximal auf diesem Gebiet sein dürfen. Wenn da eine 1 steht, heißt das ganze Gebiet kann quasi voll von denen sein. Wenn du es quasi niedriger schaltest, kannst du auch sagen, maximal 10% der anwesenden Dinos dürfen nur diesen Typ beinhalten. Ach so, von den Gesamtdinos, okay. Von allen Dinos. In diesem Gebiet, wo der Spawner für verantwortlich ist, ja. Okay, okay. Von allen Dinos ist jetzt 1 ist voll. Dann, wie hoch macht man das? Es kann auf 1 stehen bleiben. Unwahrscheinlich, dass so viele nacheinander spawnen. Weil die Gewichtung ist ja eh so klein. Richtig. Ne? Es wäre, als würde auf einmal jeder im Lotto gewinnen, weil alle dieselben Zahlen tippen. Die Wahrscheinlichkeit davon ist sehr gering. Ja. Okay. Dann speichere ich mal hier. Das passt alles so, oder? Kein Strich, irgendwas vergessen oder so? Alles Add-Dings, das passt. Nee, passt. Save. Vielen Dank für das Abo. Vielen Dank, wie lieb von dir. Mod in der Hand, was geht? Vielen Dank, einfach nochmal ein Abo verschenkt. Danke für den Support. Dankeschön. Was geht? Alles gut bei dir. Dankeschön. Danke, lass dich drücken. Danke dir. Genau, alles aufschreiben, Chat. Das wird einfach irgendwann alles zusammengeschnitten hier. Und dann habt ihr das super Server-Guide. Hier. Hier featuring hier Taipan. Oh je, ich werd rot. Nun klar, also na sicher. So, ich mach wieder Cam aus wegen den Settings. Mal kurz husten, Sekunde. Alle. Wie welche? Alle. Alles PPG hier, ja. Okay, ich speichere das jetzt mal. Und dann. Dann kann ich ja mal schauen, was da noch so wäre. Was wäre noch eine Gegend hier? Miko, hast du eine Ahnung in der Gegend? Also bei den anderen. Beim anderen Drachen meinten die, dass man das bei den Wiefern spawnen lassen soll. Aber ich. Mir gefällt das nicht, das sind doch schon die Wiefer, mir soll der Drache auch noch da sein, ist doch Schmarrn. Macht doch keinen Sinn. Also für mich zumindest nicht. Warum soll ich die Wiefer und den Drachen im gleichen Gebiet spawnen lassen? Wo ist denn noch ein schönes, großes... Achso, ja, in der Wüste. In der Wüste macht es halt Sinn, weil in der Wüste... Also ich finde die Wüste von Lost Island finde ich nicht so überragend. Also im Vergleich zu Ragnarok ist die Wüste langweilig bei Lost Island. Genau, die Wüste ist. Was spawnt denn da nur? Die Deathwürmer vielleicht? Stimmt, die Deathwürmer. Warte. Worm. Deathworm, hier. Wie, hat das einen eigenen Raum oder was? Ja, der hat einen eigenen Spawn. Ist das ein ganzes Gebiet? Nur er? Oder such mal nach Lymantria. L, I, V oder wie? Y, rechts, glaube ich, oder? L, Y. L, Y. V, nee, gibt's nicht. Li, schreibt man das? Lymantria. Lymantria. Also die Motte. Jetzt halt, genau, diese komischen Viecher da, genau die. Okay, das ist in Dinospawn, Badlands heißen die. Okay, Badlands heißen die, generell. Und schon heißen die Badlands. Gibt es Badlands verschiedene oder was? Okay. Wenn man wieder weg muss, noch Sachen. Alles klar, Timson, bis später. Hast du geschafft, dir was aufzubauen und zu suchen? Okay, nehme ich einfach das mal hier. Stimmt, wir sind auch diese ganzen Titans. Ach, die Herkules sind hier auch, habe ich ja gesehen. Jo, danke schön. Kopieren. Okay, perfekt. So,
Switching, Lost Island. Hier nochmal hinzufügen. Hier. Add. Das. Gehighlightet bleiben. Small Dragons. Hier. Kleiner Drache. Dino. Den hier. Das hier. 0,015. Mach mal wieder so. Lass mal das so. Was sagst du? Am besten immer mit den Zahlen halt abgleichen, die in dem Gebiet schon vorhanden sind. Okay, dann weißt du, was wenig und was viel ist. Was haben wir denn da Schönes? Theakoleo 1. Jeden. Und wenn ich 1 mache, sind dann viele da, oder was? Ja, das ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die spawnen. Was ist denn da gut? Rock Elemental. Das ist aber zu selten. Zu selten. Titanboar ist zu viel. Direwolf, Dödi. Lymante 0,035. Da fliegen aber auch eine Menge rum, gell? Von denen. Karnus 0,014. Also wenn das Rock Elemental gibt es, glaube ich, habe es erst einmal gesehen. 0,03. Das kann man mal so testen, ich kann es ja ändern. Ja gut, das Rock Elemental liegt ja auch meistens immer als irgendwelche Steine auf dem Boden, die siehst du ja so nicht rumlaufen. Ja, ja. Ich bin noch spazieren gegangen, ich habe erst eins gesehen generell. Das Gebiet hier, ne, ist das nur ein Teil der Wüste, ist nicht die ganze Wüste unten, oder? Ist doch bestimmt nur ein bestimmter Teil, mitten, dem rechts oder links, keine Ahnung. Ich glaube schon. Weil es wäre schmarrn, den Spawn so anzupassen, nur ganze Wüste. Ich denke, das ist der belebte Teil der Wüste, in dem anderen sind die Deathwärmer unterwegs. Mhm. Ich weiß nicht, was da dementsprechend noch drin steht. Theoretisch würde ich es da gerne haben wollen, da wo nicht so viel los ist. Aber es ist ja egal, das kann ich immer noch raussuchen, das ist nur so ein Beispiel, ich kann es ja noch verändern. Und das ist ja schon heftig, dass man überhaupt zeigt, dass das so geht. Mit diesem ganzen... Ja, sag eine Zahl, komm, irgendwas, ich mach das dann. Wenn es nicht gut ist, ändere ich es halt. Nimm mal das von den Trodons, die war doch, glaube ich, mit 0,02 oder so ähnlich. Achso, ja, okay, die kleinen Viecher da, die ekelhaften. Ja, 0,025. Können wir machen. Nimm mal einfach. Nimm mal auf die Zahl. Why not? Die sind eh nicht so oft da. So, warte, zack. Umschalten. Habe ich. Und Max Percentage auch 1. Save. Okay. So, noch einen dritten Spot. Wo ist noch was Schönes? Großer Bereich, wo nicht so viel los ist. Es ist generell nicht bei vielen, in vielen Bereichen nicht so viel los. Bei der Map finde ich. Ziemlich groß das Ganze, oft immer das gleiche, aber ja. Wo ist noch was Schönes? Patterns. Also es könnte aber auch zwei da sein, oder? Theoretisch. Ja. Okay. Na, ich lass es mal so. Ich denke, zwei Gebiete reichen da vollkommen aus. Ja, auf jeden Fall. Also auf The Island ist es auf der Kanu-Insel in der Redwoods und irgendwie da oben links im Schneegebiet. Also das ist automatisch habe ich nichts gemacht. Jetzt muss ich aber noch bei Lost Island muss ich noch diesen Schmarrn da machen mit dem anderen Dings da, mit den Dinos da. War das hier?